Moin liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda The Wind Waker. Im letzten Part haben wir die drei Dementer an ihren Platz gebracht und ein paar Gegner gezeigt, wo ihr Platz ist. Das war übrigens mal ein Einkaufsladen damals. Ich frage mich, wer sich an diesen Einkaufsladen noch erinnert. Und damit haben wir ein Tor geöffnet. Ein Tor geöffnet ins Innere des Turmes der Götter. Genau, und zwar durch diesen Weg. Ich bin gespannt, wo uns das hier noch hinführt und mit was uns die Götter genau prüfen wollen. Anscheinend mit unfassbar plumpen... oh Gottes Willen. Nein, haben sie wieder gemerkt, dass das Niveau sinkt. Oh. Typisch, vielleicht kann man ja hier was bergen. Wäre ja lustig. Stell dir mal vor, ich würde jetzt so ein Secret rausfinden, was seit Jahren existiert. So, einfach nur aus Spaß. Naja, wäre nicht das erste Mal. Auf jeden Fall lösen wir da mal... Ups. Hey, dein vorliegender Weg wird echt verhangen von Finsternis sein. Na, tschüss. Zack. So, ich vergesse halt immer, dass man mit der Schultertaste, mit ZR, die Sachen ablegt. So, das ist jetzt wirklich kein Rätsel, ne? Also, da testet der höchstens nochmal die Stärke. Ah, okay, hier brauche ich Stöckchen. Ich hebe dich auf. Oh, oh ja, das ist geil. Oh, warte mal, das muss ich ja erstmal wegschmeißen und ordentlich hinschieben, so wie ich das sehe. Ah, und damit man das nicht... Ah, man muss also eine richtige Brücke bauen hier, ja? Warte mal. Sollte ich eine richtige Brücke bauen oder soll das so sein, dass ich da einfach rüberspringen kann? Das würde ja auch reichen eigentlich, ne? Ich meine, eine richtige Brücke kannst du so ja auch nicht wirklich bauen. Ah, ja. Oh, okay, alles klar. Aha, gucken wir uns das doch mal an. Nein. Komm, so, da, das müsste gehen. Der hintere? Müssen wir unsere Kiste verschieben. So weit kann man springen? Yep. Das ist ja interessant, Alter. Warte mal, warte mal. Das geht so weit? Ich will das mit Springen schaffen. Warum komme ich denn? Eben bin ich doch viel weiter gekommen. Oder bin ich doof, ey? Eben konnte ich noch viel weiter springen. Wartet mal. Okay, wir warten jetzt einfach mal ab. Wahrscheinlich war das jetzt einfach ein Problem von mir. Ah, okay. Noch weiter nach hinten. Okay, das ist ja eigentlich relativ simpel. Man hätte auch einfach eine Brücke bauen können. Los, geh runter. Danke. Wir lassen das Wasser ab. Wahrscheinlich sind wir hier gerade in irgendeine Klospülung von den Göttern gelandet. Mann, greif diese Scheiße doch. Meine Fresse. Oh, noch ein zurück. Oh, ey, das ist auch ein bisschen nervig, ne? Muss man auch mal sagen. Wie oft geht der Penner denn aufs Klo, sag mal? Oder die Pennerin. Los, ich kann doch nicht ewig schwimmen. Die Prüfungen der Götter sind wahrlich kein Zuckerschlecken. Okay, das ist wieder zu weit. Schon wieder ein. So, jetzt haben wir es. Das müsste reichen. So, und einmal raufklettern. Jawohl. Bam. Und wieder in der Klospülung der Göttin rumschwimmen. Aber da dürfte ja die Kacke nicht drin sein, wenigstens, ne? Das muss man ja dazu sagen. Die ist ja nicht in der Spülung drin, aber so oft wie die auf Klo muss, ey, sollte die vielleicht doch mal zum Arzt gehen. Vielleicht hat die eine kleine Blasenentzündung oder so. Wir wissen es alle nicht. Aber ich bin sowas von bereit dafür. Zack, komm. Komm hoch. Schnell. Ah. Habe ich es unterschätzt? 3, 2, 1. Halt dich fest. Und 1, und 2, und 3, und 4, und 5, und puh. Das war doch mal eine Prüfung. So halbwegs. Das hat Spaß gemacht. Tschuh. Ein kleiner Schlüssel, ich weiß nicht wofür. Ist das etwa der kleine Schlüssel zu meinem kleinen Herzen? Oder habe ich doch einen großen?
Völlig unbeabsichtigt da Dirty Joke hier. So. Wir haben jetzt den kleinen Schlüssel. Jetzt muss ich nur wissen, für welche Tür. Das ist eine gute Frage. Und auf einmal steht alles wieder wie vorher. Und er denkt sich auch so, boah, der hat überlebt, der kleine Knirps. Dass der ohne mich überhaupt irgendwas kann. Los, fahren wir weiter Richtung Süden. Nein, keine Ahnung. Wo jetzt eine Tür ist, die ich aufschließen kann? Wo ist denn die Karte? Ach ja, hier unter mir. Hört ihr das auch? Ey, ihr habt das doch auch gehört. Das klang doch auch, als wenn ich irgendwas bergen kann. So. Als ob man nicht durch diesen Wasserfall hier... Guck mal, der ist wie ich beim Reden. Der redet wie ein Wasserfall. Und zwar nur, weil er so viel spuckt beim Reden. Das ist eindeutig so. Angeblich ist hier eine Tür. Was man natürlich nur herausfindet, wenn man eine Karte hat. Oder wenn man einfach sinnlos durch die Gegend ballert. Aber auf der anderen Seite ist auch noch eine. Hä, wo hab ich denn... Wo hab ich denn im letzten Part hingeballert? Hier oder was? Man kann das alles kaputt machen. Sag mal... Warum habe ich das nicht gemacht? Egal, komm. Weiter geht's. Tschu! Oh, das Schiff kommt hier nicht rüber, aber es ist eine Prüfung. Eine Prüfung der Liebe. Okay. Und da unten ist auch noch eine Tür. Oh nein, nein, tu es nicht. Lass mich rauf. Herr Leuenkönig, das kannst du dir nicht machen. Mich von deinen Rücken runterschubsen. Okay, gut, nee, wir haben sonst hier alles fast geklärt, bis auf das, was unbekannt ist. Und das ist alles hier drüben. So. Ja. Okay, und hier brauche ich wieder so einen schönen Stempel oder Schlüssel oder wie man das nennen will. Bumerang-Attacke! Da wird der steif. Bam! Hahaha. Wie mein Rücken. Okay, hier unten ist was mit Schlüssel. Das ist in Ordnung. Zack, dann gehen wir jetzt da rein. Brauchen wir hier irgendwie was, womit wir Feuer machen können? Ach ja, da unten. Ja, tatsächlich. Okay. Die Prüfung der Liebe. Ich werde sie bestehen. Mal sehen, wie holzig wir unseren Pfad hier bestreiten. So. Der denkt, der kann uns besiegen. Aber ich werde ihn einfach ignorieren. Hui. Und? Ah, was haben wir jetzt? Oh, da oben. Muss das Feuer noch an sein so lange oder ist die Kiste trotzdem da, auch wenn... Okay, die Frage hat sich beantwortet. Von selbst. Komplett von selbst. Geh weg. Dildo. Aha, wenn die im Wasser in ihrer Schleimform sind, dann kannst du sie nicht versteifen lassen. Da versteifen die sich da drauf, in einer Pfütze zu bleiben. So. Hau dich trotzdem tot. Tats! Wohin genau? So. Das sind wahrscheinlich auch diese Holzdinger, sind wahrscheinlich auch der Göttin ihre Zahnbürste. Okay, das war nicht gut. Nimm das. Ja. Oh. Hä, was? Der brennt doch. Der hat doch ein... Nimm das. Wie kann ich den denn besiegen? Nimm das irgendwie oder so. Nimm das. Ha! Du Hitzkopf. Nein, was? Das hätte jetzt klappen können oder was? Ah, ich werde ihn einfach ausweichen und dann werde ich die Kiste öffnen. Nein! Komm her, komm her. Und... Jawohl! Ich glaube, ich kann den so nicht besiegen. Ich glaube, ich brauchte eine spezielle Waffe. Ist das die? Oh, es ist der Kompass. Gucken wir mal. Ich brenne. Lass mich. Nein. Mach keinen Wirbel. Habe ich irgendwas anderes, was dagegen was tun könnte? Wartet mal. Ich will mal gucken, ob das was bringt. Gib mir was.
Was? Gibt's nicht. Der hat nix. Kein Item. Das ist nicht nur ein toter Schädel, das ist auch noch ein armer toter Schädel. Vielleicht kann ich den ja damit abwerfen. Komm. Oh, okay, das hat ihn überhaupt nicht geschadet. Alles klar, dann gehen wir hier raus. Wir haben jetzt den Kompass. Jetzt kann ich auf die Karte gucken, ob ich hier schon irgendwas vergessen habe. Auf der Ebene nicht, aber das Ding hat drei Ebenen. Und hinter mir angeblich doch noch, aber das ist wahrscheinlich erst zu holen, wenn ich den Totenkopfmann besiegt habe. Okay, so viel. Ah doch, hier, die erste Ebene ist schon echt krass viel mit Räume. So. Na dann. Auf ins Getümmel, du Lümmel. Tschu. Ah, nein. Ich sollte das Wasser lassen, oder? Aufhören mit dem Wasser lassen. Nee, ich sollte auf jeden Fall das Wasser mal in Ruhe lassen, weil da kommt immer nur Kacke bei rum. So. Oh Gottes Willen, oh Gottes Willen, oh Gottes Willen, oh, heiliges Willen. Ah, lass mich bitte in Ruhe. Bitte, 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 Wasser, senke dich. Komm, Ebene, geh runter. Jawohl, mehr wollte ich nicht. Oh mein Gott, ich dachte schon, ich muss ihn ausweichen, aber ich musste ihn nur ausweiden. Oh. Oh, 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 oh. Okay, und wie komme ich jetzt da rauf? Oh mein Gott, wieso bewegt sich die Kamera so langsam? Ach, ich mache euch einfach alle fertig. Das dürfte eigentlich die Lösung all meiner Probleme sein, wie immer. Na, einfach, was mir Probleme macht, muss ich einfach kaputt schlagen. So, so von wegen Gewalt ist keine Lösung, aber in Zelda lernt ihr was anderes. Okay, rot, das will ich haben. Ah! Oh, eine heilige Treppe. Nur weil ich die Schleimbeutel-Menschen besiegt habe. Oh. Na gut, dann nehmen wir das. Ja, es hat schon was Heiliges, vor allem mit der Musik noch so im Hintergrund. Da ist das schon übel. Tschuh. Okay, mehr gibt's hier auch nicht drin. So, Enrico, du musst laufen, sonst verlierst du das Ding direkt wieder aus den Augen oder aus den Armen. Und da wir ja arm sind, brauchen wir unsere Armee. Oder eine ganze Armee? Oh, wir haben es geschafft. Wir haben ihn das Maul gestopft mit einem... Bitte halt einfach mal die Schnauze. Und schon hat er sein Sabbelwasser im Griff gekriegt. Aber hier ist doch noch... eine Kiste. Okay, ich bin mir sicher, ich weiß, was das Dungeon-Item ist. Wenn man dieses Auge sieht, kann man sich das schon denken. Und ich denke mir, ihr könnt euch das auch schon denken. Ich werde es trotzdem nicht sagen. So, ein bisschen Mario-mäßig wieder zurück aufs Schiff. Die Segel setzen. Na, hast du mich vermisst? Ach nö, ich habe mich gerade so schön entspannt hier bei der Musik. Die ist ja so toll. Na gut. Und dann öffnen wir jetzt diese Tür, die da vor uns direkt liegt. Und gucken mal, was sich dort hinter verbergen mag. Vielleicht ja ein Dungeon-Item. Das wäre doch fantastisch. Aber erstmal gehen wir die wunderschöne Treppe hinauf. Und gucken dann, dass da ein paar Ratten sind. Und ich traue den Leuten nicht. Okay, dieser komische Geisterkopf lässt sich davon nicht beirren. Nee, ich wollte gerade sagen, eigentlich mehr die Ratte. Die sind zu weit weg, Mann. Ich habe nichts zum so weit schießen. Und ich muss dem Ding ausweichen. Das Ding schießt doch locker. Das ist doch wie diese anderen Dinger. Die greifen mich doch gleich wieder an. Das kenne ich doch. Nein! Alter, ist der schnell! Au, der ist viel zu schnell. Ich sterbe. Oh mein Gott, ich werde sowas von sterben. Und hier sterbe ich auch. Wie soll ich das denn machen? Kann ich den mit Bomben besiegen? So wie in Ocarina of Time! Oh! Verdammte Scheiße. Oh mein Gott. Ich sehe nichts. Ah, einen habe ich geschafft, aber jetzt sterbe ich. Okay. Nimm das, Bombe.
Oh ja, nein, ich dachte, ich habe Radikal besiegt hier. Oh mein Gott. Hä, aber da fehlt ja noch einer. Okay, wir müssen das irgendwie so machen. Kriegen das schon hin. Kann ich den noch einfach schieben? Oh mein Gott, du hast mir das Leben gerettet. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, du geh weg. Oh. Was? Hier ganz außen kriegt er mich nicht. Ah, okay. Ganz außen kriegt er einen nicht. Oh, und da sind denn die Ratten, die einen... Oh, ach so, ich muss mich selber raufstellen. Ich glaube, jetzt habe ich es mir selbst unnötig gefährlich gemacht. Hilfe, ey. Oh, und ich dachte, ich muss das irgendwie da rüberkriegen. So. Aber gut, mal sehen, ob irgendwas passiert. Ja, wenn ich hier runtergehe, dann hält das wieder an? Nee. Ah, du dreckiger Sack! Die Fee, Alter! Die ich in Gefangenschaft genommen habe, die hat mir den Arsch gerettet. Obwohl ich so scheiße zu ihr war. Sie kann halt einfach nicht anders. Sie hat einfach... Sie fühlt sich nicht wohl, aber sie hat einfach ein gutes Herz. Das ist auch ein bisschen Mario-mäßig, ne? Wenn man noch selber springen könnte, dann hätte man das Spiel noch, dem Spiel noch viel zu addieren können, so Jump'n'Run-mäßig. Muss ja nur primitiv sein, ne? So wie bei Breath of the Wild oder so. Primitives Springen, wobei man da mit dem... Da konnte man schon einiges machen. Komm, sind wir da mal ehrlich. Man war frei. Oh, was ist denn hier los? Uiuiui. Ui, ui. Was für ein geiler Raum ist das denn? Fantastulös. Oh. Boom. Okay, die Fee hat mir echt den Arsch gerettet. Aber was ist das hier? Boah, guck mal, wie stark die Statuen sind. Also die sind wirklich männlich, ey. Boah. Die machen doch so Bizeps, oder? Oder was, haben die eine Schlange am Ohr? Oder was ist das? Nee, hier, der hat einen Bizeps. Und der, die ziehen die Arme ein, weil er ist einfach der Stärkste. Nee, er auch. Und er hat seine Arme auf den Ohren, auf dem Kopf. Also, keine Ahnung. Okay. Sehr verwirrend. Lassen wir das, okay? Oh, Entschuldigung. Wir gehen einfach mal hier rein. Der Turm der Götter hält einiges bereit und hier kann ich rein. Okay, Schwabbelbacke. Stirb. Ich meinte eigentlich nur, ich gehe jetzt mal hier lang, damit ich ihn direkt treffe. Zack. Der hat nämlich den direkt als erstes anvisiert und das ist nicht gut. Okay, alles klar. Wir werden einfach die Dinger darüber werfen. Alle beide. Nimm das! Sehr schön. Gut platziert. Ich sollte Fußballspieler werden. Auch wenn ich geworfen habe. Link Jordan. Oh mein Gott. Ja, ich wollte doch extra mich dran. Ich hätte hängen bleiben sollen, Alter. Krass. Nur um mir Platz zu machen da. Der, das Ding macht sich dick, so von wegen so. Auf dem Fahrstuhl dürfen nur zwei Leute rauf. Dings. Wie man das auch nennen mag hier. So ein Arsch. Ein bisschen Platz machen wäre schon nett. Oh nein, jetzt habe ich noch wieder ein Problem. Jawohl, okay, ich habe mir selber Platz gemacht. Perfekt. Was machen wir jetzt? Wir springen trotzdem rüber. Und... Oh mein Gott, ist das knapp. Hier ist wieder was. Okay, komm, die Möwen. die Kamikaze-Woingen aus. Nicht mal Kamikaze, das war schon Selbstmord eigentlich, aber gut. Passt schon. So, guck mal, wie stark er ist, Alter. Ich könnte so ein Ding nicht heben. Dann könnte ich 5 Jahre trainieren und ich falle wieder runter. Danke! Das ist so ein bisschen unpräzise. Oh Mann, ey. Was soll sowas denn? Ich bin da deppert da. Gib's doch nicht. So, komm her. Oh, ist das eine Zeitverschwendung. Und tack. Okay, den zweiten muss ich wieder mit ein bisschen anderem Timing werfen. Sonst habe ich ein Problem und komm da nicht rauf. Und ha. So, ihr Kamikazes. Bringt euch selber auf. Es schlägt sich selbst K.O.
Okay, wenn man das jetzt einfach ein bisschen ruhiger macht, dann geht das. Und rüber. Und rüber. Alle rüber. Wir haben alle... Wofür habe ich die jetzt rüber transportiert, wenn die überhaupt nicht wichtig sind? Ich dachte, das wäre so eine Aufgabe. Hä? Na gut. Habe ich mich wohl getäuscht. Und pass auf, jetzt brauche ich alle vier. Oh, warte mal, was ist denn das hier? Irgendwie kommt mir das so bekannt vor. Das war doch irgendwas Krasses, oder? Ja, Mann, das war doch... Oh, mein Gott. Umherirrender, der du auf der Suche nach dem Wegweiser zu den Göttinnen bist, erwecke mich mit Hilfe von ZR und führe mich zu meinem heiligen Pferd. ZR. Bitte was? Also, okay, ich soll ihn erwecken. Also, der hält sich ja eigentlich die Ohren zu, aber irgendwie muss ich ihn einfach nur rufen und sagen, hey, komm her! Ah, okay. Ach du Schande. Springt der auch, wenn ich springe? Sonst geht das ja gar nicht. Der muss springen. Macht sonst keinen Sinn. Er folgt mir direkt, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel kürzer, der geht nicht den Weg, den ich gehe, sondern wenn ich direkt um die Kurve gehe, dann geht er auch um die Kurve. Oh, okay. Genau das war das Problem. Ich glaube, ich kann hier so rüber und der springt auch mit rüber. Ne. Dann kann ich ihn nehmen und werfen? Alles klar. Oder ich kann mit ihm rüberspringen. Ich kann natürlich mit ihm auch in der Hand genauso hoch springen wie ohne ihn. Hä? Ist ja witzig, ich kann den doch einfach die ganze Zeit hinterher schleppen. Was ist denn der Sinn? Normalerweise kenne ich das nicht. Mir folgt eigentlich niemand wegen meinem Gestank, aber ist in Ordnung. Kann ich akzeptieren. Ah! So wie bei YouTube. Folgt mir, wenn ihr könnt. Trotz meines Gestankes. Gerne ein Like da lassen. Das wäre so lieb. Ich weiß, dieses Projekt hier ist nicht momentan nicht gerade beliebt, aber mir macht es unfassbar Spaß, deswegen. Egal. So, was haben wir hier? Nehmen wir mal die Treppe. Was ist das denn hier? Oh, das sind Musiknoten. Das kriegen wir doch hin. Da schwingen wir doch den Stab. So, was geht? Wie macht man das nochmal? Nee, so. Nee, so. 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 Nee, warte. Info. Dort sind Zeichen, welche Richtungen anzugeben scheinen, aber nicht anzugeben scheinen. So wie du, denn ich bin ein Angeber. Ah, ja, wow, ich muss es erstmal ansprechen. Okay, nach links drücken und dann links, rechts, loslassen, bam, perfekt. Du hast die Sonate des Puppenspielers erlernt und jetzt kann ich mit Puppen spielen. Ohne, dass man mir mein Geschlecht streitig macht. Befehlige mich gegen jeder, der hinter der Tür wartet. Und führe mich zu meinem heiligen Pferd, auf das ich den Weg zu den Göttinnen offenbare. Okay. Ich werde tun, was immer ich kann und das Ding verschwindet, oder was, weil ich das Lied gelehrt habe. Was, wenn ich es jetzt nicht gelernt hätte? Ich meine, vier Noten zu lernen ist auch schwierig, ne? So, welchen Weg wollte er, dass ich gehe? Ich muss auf jeden Fall diese ganzen... dieser Totenkopf auf der Karte, auf dem Handheld hat gerade so gewackelt, geschüttelt. Denke ich, gehe jetzt nach links. Soll ich ihn jetzt mitnehmen, oder... Was war jetzt deine Aufgabe hier? Oh ja, tatsächlich. Oh, die kann ich doch gar nicht besiegen ohne meine Waffe. Ohne gar nichts eigentlich. Okay, das ist anscheinend wirklich eine Plattform, wo ich runterfall und ich hab... Ach, ich kann die doch töten! Ah, Super Saiyajin! Feuer und Flamme für den Kampf. Wusste ich nicht, ich dachte, ich kann den nicht töten. Ist ja lustig. Oder so ähnlich. Okay, da unten ist nichts, aber... Irgendwie...
Da kommt bestimmt erst was, wenn ich ein Item hab. Wenn ich das Dungeon-Item hab, dann komme ich da, glaube ich, erst weiter. Boom. Okay, oder auch nicht. Muss ich ihn doch mitnehmen? Hat er gerade gesagt, dass ich ihn mitnehmen muss? Und dann, ja, okay. Ich versuch's. Na gut, komm her, mein Freund. Nein. Niemand in der Nähe, den ich kontrollieren könnte. Okay. Nicht mal ihn. Der ist halt an seinem richtigen Platz. Ne? Aber was muss ich jetzt machen? Die Tür ist verschlossen. Ich habe das Dungeon-Item nicht. Ich muss hier lang eigentlich. Ah, ich kann hier noch nach links? Nee. Nee, ist nicht wahr. Okay, ich habe wirklich keine Ahnung. Aber vielleicht kann ich ja den da benutzen. Vielleicht bringt das ja was. Vielleicht kann ich die kontrollieren, aber ja, das ist, wenn man keine Erfahrung hat mit Puppenspielen, ne? Dann geht das nicht so gut. Aber was soll ich machen? Hä? Ich bin jetzt wirklich ein bisschen verwirrt. Ach! Alles klar, ich verstehe. Mann, gut, dass ich das... Oh mein Gott! Ich habe mich noch bewegt, das war problematisch. Bewegungssteuerung, wisst ihr? Loslassen! Komm doch her! Hey! Du solltest die Wirbelattacke machen, komm! Mach doch die Wirbelattacke, er macht sie einfach nicht. Ich mach so, er macht es nicht. Und jetzt macht er es direkt. Ey. Was ein Keck. Aber da muss der drauf bleiben, ne? Ja, wusste ich doch. Da wollen die Göttinnen mich wirklich prüfen, und zwar in meiner Geduld. Aber darauf wäre ich gar nicht gekommen. Ich habe das erst gar nicht gesehen. Ich dachte erst, wie soll ich darauf kommen? Ich versuche mit dem linken Stick, deswegen renne ich immer nach vorne. Es ist mir, glaube ich, im ersten Dungeon auch immer passiert. So, umklammere das Stück Balken. Bis sich die Balken biegen. So. Oh, jetzt muss ich, darf ich nicht mehr anschreien, sondern jetzt muss ich das Lied spielen. Ach so, bin ich dumm. Das ist so. Hä? Wie niemand in der Nähe? Muss ich extra zu dem rauf oder was? Muss ich von hier vielleicht? Muss ich den runterlassen? Muss ich herablassend werden oder was? Nee, doch nicht. Hä? Wie niemand da, den ich kontrollieren kann? Willst du mich irgendwie verarschen? Muss ich bei ihm drauf landen oder was? Muss ich hier stehen? Das wäre aber schon sehr kleinlich, oder? Ich stand eigentlich direkt davor. Aha. Na gut, dann muss ich es nochmal damit versuchen. Ui. Vielleicht damit. Zack, komplette Drehung. Der hat doch gesagt, ich soll ihn rufen. Muss ich da jetzt echt rauf? Okay. Das ist wohl Sinn und Zweck der Sache. Hä? Doch nicht. Komm her, mein Freund. Wie komme ich denn da rauf? Kann ich da einfach rauf? Hä? Ich bin sehr verwirrt, Leute. Ihr wisst es. Ihr merkt es selber. Ich bin sehr verwirrt. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll hier. Wieso komme ich da nicht rauf? Wieso kriege ich den nicht runter? Was habe ich jetzt nicht aktiviert? Ein spannendes Rätsel für Jung und Alt. Wieso kann ich den da nicht rufen? Nochmal. Aber niemand in der Nähe, den du kontrollieren könntest. Halt die Gömmel, Alter. Was ist das? Was ist das schon wieder? Hm? Wen muss ich hier rauf? Hä? Ich bin verwirrt. Ich hab mich vor Verwirrung selbst verletzt. Tschuuu. Okay. Okay, das kann's doch nicht sein eigentlich. Man fliegt ja wirklich auch nicht so weit. Siehst du? Hä?
habe irgendwas vergessen, oder? Ah! Irgendwas habe ich doch hier nicht beachtet. Muss ich irgendeinen Schalter aktivieren? Gibt es hier irgendeinen Schalter? Komm schon. Zack. Ne, hier ist kein Schalter. Dieser Schalter macht nur Regenbogen. Ich habe irgendwas nicht gemacht hier. Was habe ich denn jetzt hier vergessen? Ich muss den doch mitnehmen, Mann. Was zum Teufel? Was habe ich hier jetzt vergessen? Oder geht's wieder zu? Ja, das weiß ich ja. Darüber komme ich nicht. Ohne, dass ich so ein Ding hier rüberhole. Das heißt, ich komme nur mit dem Dungeon-Item dahin. Wie bekomme ich das Dungeon-Item? Locker. Der bringt mir ja sowieso noch nichts, jetzt wo ich es sage. Und den kriege ich ja gar nicht hier weg. Hä? Ich habe irgendwas hier voll versaut, aber ich weiß nicht genau was. Egal, komm schon. Ja, aber... Rechts geht es wieder zum Eingang, links ist... Tür abgeschlossen, aber warum? Hä, habe ich irgendwas verpasst hier gerade? Ich bin sehr verwirrt, wirklich. Ich bin gerade wirklich sowas von verwirrt. Mit dem kann ich nichts mehr machen. Einen Schalter sehe ich hier auch nicht. Das hinterlässt gerade echt ein Fragezeichen bei mir. So, das ist so das, was ich eigentlich von Zelda kenne, wo ich denn echt nicht weiter weiß, was ich machen muss. Aber... Hä? Muss ich das jetzt hier nochmal spielen? Vielleicht kriege ich dann die Tür auf. Das wäre jetzt wirklich sehr, sehr zufällig, oder? Nee. Niemand in der Nähe, den du kontrollieren könntest. Ja, siehst du, sage ich ja. Warum sollte ich auch? Wie kriege ich diese Tür auf? Die kriege ich doch nur auf, wenn die beiden Statuen da stehen. Das heißt, ich muss die beiden Statuen mitnehmen. Dahin bringen. Da komme ich ja nur rauf, wenn... Da drüben. Aber ich habe das Dungeon-Item nicht. Habe ich vorher schon irgendwas verpasst? Ist ja komisch. Ist ja richtig komisch. Wartet mal, ich habe eine Idee, aber ich glaube nicht, dass das der Sinn und Zweck der Sache ist, oder? Ich muss doch nicht auf den... Vor allem, ich komme doch ja auch gar nicht darüber dann. Doch, ich muss ja. Mal sehen, ob das klappt. Jetzt... Wie wird man nochmal langsamer? So, ne? Ja. Okay, komm. Tschu, 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 tschu. Jetzt sind wir aber mit der krassen Kombination hier am Start. Und? Also darauf musst du auch erstmal kommen. Mal sehen, ob das jetzt klappt. Kann ich dich jetzt kontrollieren? So direkt vor mir? Niemand da, den du kontrollieren kannst. Was zum Fick? Hey, ich dachte, ich soll ihn kontrollieren, oder was? Wie kann ich ihn kontrollieren? Ich bin wirklich verwirrt. Habe ich irgendwas kaputt gemacht? Na gut, ich glaube, mit diesen Fragezeichen muss ich euch leider entlassen. Und ich muss mir selbst überlegen, wie ich da hier weiterkomme, weil... Ich habe wirklich keine Ahnung. Deswegen... Ja. Schaltet auf jeden Fall das nächste Mal wieder ein und wir werden es ja hoffentlich herausfinden. Und auf... Wiederspielen!